Hallo, liebe Zuschauer. Gerrit Kling hat das Krankenhaus wieder verlassen. Sie hatte am Wochenende bei einem Hundeschlittenrennen einen Unfall. Gehirnerschütterung, Schnittverletzungen und blaue Flecken. Dabei hatte der Tag bei strahlendem Sonnenschein so launig angefangen. Kaiserwetter an der Ostsee. Tausende kamen, um Promis zu sehen, die Schauspieler Till Demtröder in den Nordosten gelockt hatte, um an einem Charity-Rennen für die Welthungerhilfe teilzunehmen. Mit Schlittenhunden ging es auf die Sandpiste von Usedom. Dazu gehört Ausdauer und auch etwas Mut. Das wussten die beiden Klingschwestern, die schon zum zweiten Mal dabei sind und auch die schnellen Huskies gut kennen. Dieses Erlebnis, überhaupt auf so einem Wagen zu stehen und mit Hunden zu rennen, macht einfach Spaß. Das muss man mal ausprobieren. Und im Großen und Ganzen ist es das ganze Event, was Freude bereitet. Das ist ein großer Kindergeburtstag. Kurz vorm Start, keine Angst. Also, es kann immer was passieren. Und diese Gefahr, die schwingt schon mit. Also Angst ist es nicht, aber man ist ein bisschen nervös. Ja. So eine Aufregung. Ja. Vier Hunde sind vor den Wagen gespannt. Anja Kling startet vor ihrer Schwester. Bis zu 30 Kilometer in der Stunde schaffen die Huskies auf der Strecke. Als es für Gerrit Kling ernst wird, ist ihr die Anspannung anzusehen. Aber die Abenteuerlust zieht auch sie auf die Sandpiste. Insgesamt 6 Kilometer bis ins Seebad Ahlbeck und zurück sollte es gehen. Doch auf halber Strecke stand den Hunden was im Weg. Also ist ein Sicherheitsfahrzeug entgegengekommen, hat dann ganz am Rand geparkt, aber die Hunde haben sich plötzlich für einen falschen Weg entschieden. Das hat Gerrit überrascht und dann ist sie abgesprungen selbst noch und ist dann aber kurz mit dem Kopf einmal gegen das Auto geprallt, ist aber sofort wieder aufgestanden. Zur Sicherheit wurde dennoch der Rettungshubschrauber aus Greifswald angefordert. Gerrit Kling konnte mit Verdacht auf ein Schädel-Hirntrauma sofort professionell versorgt und zur Beobachtung ins Klinikum geflogen werden. Nach kurzer Pause ging das Rennen am Strand weiter. Wolfgang Lippert hatte sich als einziger prominenter Starter wie ein Rennfahrer geschützt. Eine Helmpflicht gab es aber nicht. Das ist jedem selbst überlassen und viele haben dann auch ein bisschen mit ihren Frisuren oder so und das ist einmal so viel Presse da, aber das werde ich mir jetzt gut überlegen, dass man das tut. Ältester Starter im Ostseesand war Didi Hallervorden. Mit seinen 81 Jahren kam er noch topfit und auch unbeschadet ins Ziel. Gestern Nachmittag war dann auch Gerrit Kling wieder an der Strecke. Ich fühle mich natürlich noch ein bisschen matschig und mir tut es alles weh, als hätte mich jemand verprügelt. Aber das wird sich alles geben und ich bin froh, dass ich meine Erinnerung wieder habe. Trotz des Schreckens im nächsten Jahr will sie wieder dabei sein und dann das Rennen auf Usedom mit Helm sogar gewinnen. Gleich bei uns Kronprinzessin Victoria.